Wir begrüßen dich recht herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um das Thema Vertriebspartnerschaften. Ein spannendes Thema, das es sowohl offline als auch online gibt. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Ja, offline ist es ganz normal, ne? Da kennt es jeder. Es gibt einen Hersteller, der muss irgendwo wirklich zum Endverbraucher kommen und braucht dafür ein Netz, was er vielleicht selbst nicht hat, diese Kundenkontakte, und nutzt dazu einen Großhändler, der das vielleicht nochmal ein nationaler Importeur ist, und der wiederum verkauft es an ein Händlersystem und die dann an den Endverbraucher. Das soweit so normal, ne? So sehr kennt man das Ganze, aber oft vergessen wir Online-Anbieterinnen, dass wir auch so ein Vertriebsnetz brauchen. Denn auch uns gelingt es nicht aus eigener Kraft, alle möglichen Interessenten, die wir für unser Produkt haben, für unsere Dienstleistung, für unser Angebot, direkt zu erreichen. Mhm. Also auch wir brauchen ein Multiplikatornetz sozusagen. Und nicht nur auch wir, sondern vor allem wir, möchte ich fast sagen. Denn in der Regel sind wir ja, so wie du sehr wahrscheinlich auch, One-Woman-Shows sozusagen. Das heißt, alles, was mit dem Marketing, was mit dem Vertrieb, was mit der Produktentwicklung zu tun hat, kulminiert ja alles in uns. Und deswegen brauchen wir tatkräftige Unterstützung, brauchen wir eben tatsächlich unser eigenes Vertriebsnetzwerk, damit wir in kürzerer Zeit eine super Reichweite für unser Produkt, für unser Angebot bekommen und dadurch natürlich einfach eine zügigere Marktdurchdringung. Im Online-Business gibt es da natürlich mehrere Wege. Zum einen das ganz klassische Empfehlen, ohne dass diejenige oder derjenige, der dein Produkt, dich als Anbieterin oder vielleicht auch deinen Online-Kurs oder was auch immer es ist, ohne irgendeine Provision dafür zu sehen. Dann sind das nette, wie soll man sagen, Gefälligkeiten, Freundschaftsdienste, genau. Und das ist schon mal eine wunderbare Sache. Vor allen Dingen dann, wenn der oder diejenige, die dich da weiterempfiehlt, wirklich dein Produkt auch kennt und auch überzeugt davon ist. Denn wir haben es bei Social Media, wie eigentlich immer im Leben, es ist Quatsch zu sagen, dass wir das nur bei Social Media haben, mit dem Thema Glaubwürdigkeit zu tun. Und ich kann natürlich nur dann etwas wirklich gut empfehlen, und zwar so empfehlen, dass andere das auch, meine Empfehlung, richtig annehmen, wenn ich selbst überzeugt bin, dass das, was ich da weiterempfehle, auch richtig, richtig klasse ist. Ja, das riecht nämlich auch der Empfänger dieser Nachricht. Die spüren sehr, sehr genau, ob wir das empfehlen, weil wir es wirklich gut finden oder weil wir jetzt gerade da vielleicht uns einen Vorteil von erhoffen. Genau. Und natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren, und zwar so, dass deine Vertriebspartnerinnen oder auch Vertriebspartner automatisch einen gewissen Provisionssatz von dem Umsatz, den sie quasi für dich generieren, erhalten. Und im Online-Marketing gibt es dafür den Begriff des Affiliates. Das hast du vielleicht schon mal gelesen, vielleicht kennst du den Begriff auch schon, aber für all diejenigen, die noch nicht so genau wissen, was das eigentlich ist, für die wollen wir es nochmal so ein bisschen definieren. Und zwar ist dieser Begriff des Affiliates wirklich sehr unique für den Online-Markt, und das bedeutet im Grunde genommen, wir befinden uns ja hier immer in einem Business-Kontext, wo über einen Klick sozusagen ein Verkauf entsteht. Und diese Klicks, die kann man für unterschiedliche Vertriebspartner individualisieren. Also Beispiel, für unsere Workbooks haben wir relativ bald, ich glaube schon im zweiten Jahr, Affiliate-Partnerinnen gesucht. Also Frauen, die im ersten Jahr unser Buch gekauft hatten und die selbst sehr überzeugt und sehr begeistert von diesem Produkt waren. Und wir haben die gefragt, möchtest du vielleicht unser Produkt in deiner Followerschaft sozusagen bekannt machen? Das würde uns sehr freuen, wenn du ein bisschen was dazu schreibst zu deinen persönlichen Erfahrungen, die du mit unserem Produkt gemacht hast. Und im Gegenzug für dein Bemühen und für deine Hilfe, für deine Vertriebsunterstützung, möchten wir gerne einen Teil unseres Gewinns oder unseres Umsatzes mit dir teilen. Diese Prozentsätze, die variieren ganz stark, je nachdem, was es ist. Ist es jetzt wirklich ein klassisches Online-Produkt oder ist es wie bei uns ja auch ein physisches Produkt? Da variieren die Prozentsätze und du legst die letzten Endes als Anbieterin selbst fest zwischen, weiß ich nicht, in der Regel 15 und 50%.
Das heißt, du wirst dann auch über normalerweise ein Vertriebssystem, eine Vertriebsplattform, bei uns ist es Digistore 24, wirst du sozusagen individuelle Links, also individuelle URLs generieren können. Und da ist die ID, die Identifikation deiner Affiliate-Partnerin dann schon mit eingearbeitet. Und wenn deine Affiliate-Partnerin nun ein Stück deines Produktes sozusagen verkauft über ihren individuellen Link, dann weiß unsere Vertriebsplattform sofort, dieser Verkauf, der ist über die Partnerin XYZ zustande gekommen und die Partnerin bekommt dann eben den vereinbarten Provisionssatz gut geschrieben und automatisch ausgezahlt. Das übernimmt dann auch alles diese Vertriebsplattform. Also das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Möglichkeit zu profitieren von einer Empfehlung, die ich ausspreche. Genau. Wann macht sowas wirklich Sinn? Wir haben es eben schon gesagt, wenn du natürlich Kontakte hast mit anderen Anbietern, Anbieterinnen, die Zugriff haben auf deine Zielgruppe, die aber vielleicht nicht unbedingt mit dem gleichen Angebot oder dem gleichen Produkt unterwegs sind. Denn na klar, das kannst du dir vorstellen, da kann es auch schnell mal zu Animositäten vielleicht kommen, weil die eine das Gefühl hat, etwas zu verlieren oder weggenommen zu bekommen. Deswegen ist es im Grunde genommen immer ein bisschen smoother von der Zusammenarbeit, wenn man sagt, also das ist auf jeden Fall etwas, da habe ich die gleiche Zielgruppe wie ihr, aber ich biete ja was ganz anderes an und es ist vielleicht sehr interessant für meine Follower, dass sie nicht nur von mir Informationen zu meinem Interessensgebiet bekommen, sondern auch von eurem Produkt. Ganz genau. Und wenn das im flankierenden Bereich ist, dann ist das ja nochmal doppelt glaubwürdig. Denn das wäre ja der zweite Nachteil, wenn ich ein Produkt anbiete, das eigentlich sehr meinem eigenen entspricht, dann komme ich ja auch in eine Glaubwürdigkeitsfalle. Aber wenn es eine Anbieterin gibt, die, keine Ahnung, irgendwas im Bereich Mode und Stil anbietet und die andere hat eben ein Workbook für die Frau, dann ist es ja wunderbar möglich zu sagen, hier, guckt mal, ich als Stil- und Modefrau, ich empfehle euch dieses und jenes Workbook. Und natürlich, wenn sie ihren Newsletter damit anschreibt, wenn sie ihr Facebook damit füllt, dann soll sie davon auch profitieren. Und das tut sie dann eben automatisch, indem man so eine Affiliate-Partnerschaft einrichtet. Das ist übrigens technisch gar nicht sehr aufwendig. Es gibt so ein paar Registrierungsschritte, die dann zu gehen sind bei der jeweiligen Plattform. Und das Wichtigste ist, die Bankverbindung anzugeben, damit die Provision auch ausgezahlt werden kann. Und das klappt einfach. Super, ne? Ja, das klappt auch sehr, sehr zuverlässig. Also falls du da mal irgendwie Bedenken oder so hattest, brauchst du nicht zu haben. Und wenn die nächste Möglichkeit um die Ecke kommen sollte und du das Gefühl hast, ich würde gerne als Affiliate-Partnerin mal für das eine oder andere Produkt tätig werden, dann kannst du auch gerne einfach mal diese Anbieterin kontaktieren und fragen und sagen, ich bin ganz begeistert von dem, was du da machst und würde dich gerne weiterempfehlen. Gibt es denn die Möglichkeit, bei dir Affiliate-Partnerin zu werden, so wie es natürlich auch die Möglichkeit gibt, für den Vertrieb unserer Workbooks Affiliate-Partnerin zu werden? Also überlegst dir einfach mal, ob du dir dieses Zusatzeinkommen vielleicht sogar mal sichern möchtest. Zu sagen ist da immer auch noch, dass eine Affiliate-Partnerschaft in der Regel nicht unbedingt eine Einbahnstraße ist. Ja, also es ist zum einen so, dass die Affiliate-Partnerschaften, die wirklich langjährig gewachsen sind, wo deine eigenen Follower über die Jahre hinweg sozusagen nachverfolgen können, dass du hinter einem ganz bestimmten Produkt wirklich stehst. Oder einer Anbieterin. Genau. Mhm. Die werden natürlich auch die größten Vertriebs- oder Umsatzerfolge erzielen. Also das ist ganz klar. Und es versteht sich auch von selbst, dass wenn du jetzt Affiliate-Partnerinnen suchst und sozusagen welche findest, die für dich mit in den Ring steigen, die für dich wirklich mit die Werbetrommel rühren. Und manchmal ist es ja auch so, dass sie gar nicht so wahnsinnig große, riesige Umsätze damit haben. Aber wenn sie das für dich tun, dann sollte es natürlich auch immer so sein, dass du dir auch überlegen solltest, dass du das durchaus auch für andere tun würdest. Mhm. Also das ist kann ein Geschäft auf Gegenseitigkeit sein, je nachdem. Also das ist drüber zu reden, aber glaubwürdiger ist es natürlich auch dann. Vertriebspartnerinnen zu finden, da überlegst du vielleicht jetzt auch, wie komme ich denn überhaupt an die ran? Dass es online eine Möglichkeit gibt, Frauen oder Anbieterinnen einfach aktiv von deiner Seite anzusprechen, ist das eine. Und auf der anderen Seite solltest du da aber wirklich auch nochmal die ganzen
Offline-Netzwerkveranstaltungen dir anschauen. Denn natürlich ist es auch immer noch mal eine andere Sache, ob man jemanden mal offline trifft, sich mit jemandem austauschen kann, auch vielleicht hinter die Kulissen einer bestimmten Anbieterin, einer bestimmten Expertin noch mal schauen kann. Wellenlänge prüfen kannst. Wellenlänge prüfen kannst, ganz genau. Stimmen die Werte überein? Manchmal ist es auch durchaus legitim, dass man sagt, kann ich in den einen oder anderen Online-Kurs mal reingucken, zumindest in ein testweises Modul, damit ich auch wirklich weiß, was ich da eigentlich anbiete. Und dafür ist es natürlich immer gut, wenn man sich auch mal offline trifft. Also schau doch einfach mal, wo du in deiner Branche oder überhaupt im Online-Markt generell Netzwerktreffen findest, ob das jetzt eine Feminess ist, ob das jetzt vielleicht auch das Mein Bestes Jahr Camp für Online-Unternehmerinnen ist. Das ist immer eine super Möglichkeit, das eigene Netzwerk und damit auch das eigene Vertriebsnetzwerk wirklich sinnvoll, langfristig und auf ja auch eine sehr schöne Art und Weise zu verbreiten. Ja. Denn wir haben es ja hier ganz oft eben nicht nur mit rein Business-Partnerschaften zu tun, sondern was man da ganz oft findet, sind wirklich Business-Friends, ja, wie also wir sie nennen. Genau, wirklich Menschen, mit denen man sich begleitet, die einem beim Wachsen helfen gegenseitig. Und das ist eine tolle Sache, denn überleben tun wir nur, wenn wir verkaufen. Und warum sollen wir uns nicht beim Verkaufen dann auch eben entsprechend gegenseitig unterstützen? Genau. Und natürlich ist es so, dass wenn du solche langfristigen ja, Business-Freundschaften aufbaust, dass dir das auch mal in Zeiten helfen kann, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Das ist das eine. Dann kannst du dich vielleicht mal an eine dieser Partnerinnen wenden und sagen, sag mal, das, was ich hier gerade versucht habe, diese Aktion, diese Challenge, die ist vielleicht gar nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Kannst du mir dazu mal Feedback geben? Und das ist natürlich Gold wert, gerade in Zeiten von uns Einzelunternehmerinnen, die wir doch ja sehr viel alleine mit uns immer aushandeln und alleine in unserem stillen Kämmerlein sind, da ist es unheimlich wichtig, diesen Austausch wirklich zu haben. Und natürlich kannst du dich auf diesem Wege auch immer mal dazu austauschen, was so Best Practices sind. Ja. Also was sind Dinge, die wirklich richtig gut funktionieren, wenn man da ein gutes Netzwerk um sich herum hat, wo man sich regelmäßig austauscht, ob jetzt offline oder eben auch im Online-Kontakt, dann lernst du natürlich unheimlich schnell die Dinge kennen, die wirklich gut funktionieren im Markt. Und auf der anderen Seite lernst du auch natürlich die Fallen kennen oder vielleicht die Dinge kennen, die man von Anfang an vermeiden sollte. Also es spricht sehr vieles dafür, dass du dir dein Vertriebsnetzwerk sehr solide, mit viel Freude, ja, und mit viel echtem Interesse und mit einer großen, großen Glaubwürdigkeit aufbaust, ne? Genau. Deswegen, am besten nach dieser Folge solltest du mal direkt dir eine Liste machen. Nimm dir vielleicht einfach mal ein Blatt Papier und schreib auf dieses Papier die Zahlen von 1 bis 10 und dann gib dir mal eine halbe Stunde, vielleicht aber auch eine Stunde und notier mal für dich alle die Anbieterinnen, die du dir vorstellen könntest als super Vertriebspartnerinnen für dein Produkt, für deine Idee, dann bist du auf jeden Fall einen großen Schritt weiter und hast dann auch so eine Art Kontaktliste und kannst überlegen, kontaktiere ich die jetzt mal per E-Mail, per Messenger oder schaue ich nicht mal, ob ich eine von den Damen auch mal bei einem Offline-Treffen kennenlernen könnte. Vielleicht findest du auch eine, deren Produkt du gerne verkaufen, empfehlen möchtest und hast auf diese Art und Weise noch eine weitere Inspiration für diese Kontakt- und Partnerschaftsliste. Viel, viel Freude dabei und viel Erfolg beim gemeinsamen Wachsen.